und der andere ist geschockt. Viel Schönes. Schon mal guter Anfang, ne? Okay. Ich hab damit de facto gewonnen. Mal wieder. Also so unspruchsvoll. Das wird heute nichts mehr mit dem Deutsch. Was willst du denn mit mir genug geredet haben? Ich fürchte, alle tut Not. Schnell. Ja, ja. Was nimmt in der Tat etwas Lieblichkeit? Was hast du denn dagegen? Klingt erst, würde ich durch ein Wasserbecken laufen. Schneide Tür ist jetzt felsenfest in den Fugen. Dann dreh dir die Fugen auf. Und jetzt los! Erfolg wird beendet! Und jetzt! Ding ist resident! Und so einfach gehst du noch nicht. Ich fürchte, einer von uns muss hier bleiben, um die Platte zu beschweren. Wer? Ja. Ich will keinen Anspiel auf mein eventuell geeignetes Gewicht hören. Seines Blutlings treiben der Tür. Die Tür ist übrigens auch zu. Schütze ist felsfest in den Fugen. Aha. Brauner Schädel, mein Stapel reicht mir nicht einmal bis zum Kinn. Lass nicht glauben, aber da kommt gerade ein Paar durch die Tür spazieren. Prima aussieht. Ich habe alles dabei, was ich brauche. Einmal Schulterramme, einmal normaler Angriff. Toll. Ich mache erstmal eine Gruppenheilung. Sonst bin ich noch tot, bevor ich irgendwas machen kann. Kobalt 1 heilt ja auch schlafen, ja. Ich habe mich schon wieder verarschen will. Heilung. Große Heilung. Puh, knapp. Alles drauf. Und das erste auch schon weg. Es ist so anspruchslos. Voll, meine natürlich voll. Voll. Ah, jetzt habe ich schon wieder die Massenattacke benutzt. Ich Vollpfosten. Nein. Was soll's? Ich hab mein Schaltholz. Ja, ja, Badekur, bla bla bla, tschüss. Los, wichtig ist der Riegel! Woher das weiß, ne? Ich nehme lieber das Monster wieder mit, Kreatur. Willkommen! Ich freue mich auch, Sie zu sehen, Herr Leutnant. Wir heilen besser nochmal. Bevor es wieder irgendein ekliges Blutbad gibt. Die Tür eben nach oben aufgegangen? Sirius! Sieh mich nicht an, Schatz. Diesmal habe ich nicht geschrien. Nicht geschrien. Ih, der hat ja noch was an. Ist ja voll eklig. Hilfe, zu Hilfe. Folge von mir. Ihr garstigen Geheuer. Mit Sicherheit. Du wirst ja schon noch erraten. Spätestens werde ich mit dir genauer zu, wenn ich mich dir genauer zuwende. Duckbrüder, wir mussten uns schon im Verborgenen kauern. Zu lange, Hohepriester! Oft hat uns der Hochmut der fremden Sahib mit Feuer und Schwert blutig unten geschlagen. Zu oft, Hohepriester! Wie viele Male haben wir Kali angefleht, sie will unsere Feinde vom Angesicht der Erde tilgen? Tausende Male, Priester, Hohepriester! Kennen die große Kalis! Kali ist groß! Ungefähr 2 Meter! Ihr Wutstrahl hat unsere Peinigen alle Winter zerstoben! Ja, ja, Kali ist 2 Meter, wir wissen es schon. Wir schon Kali für ein großes und ein ganz besonderes Opfer. Ja, sie ist 2 Meter, toll. So, bin sie allmählich zu wiederholen. Da schon, seid Einzige, das ist zu langweilig beginnt. Attacke! Recht gesprochen, wir freuen uns immer mit Nein, diese abscheuliche Spukveranstaltung. Soll ich schon, was haben wir uns aufgelöst? Zu spät, noch 2 Vortrefflichkeiten des Plans anzubringen. Da ist die Eindringlinge für Kali. Halt, meine Brüder, lass sie verrucht vor mich treten. Endlich auf der Stelle, ich will den Ritus. Ha, skandalös. Ihr tragt immer noch eure Anmaßung auf der Zunge, gleich ihr längst entthront wurdet.
Ihr haltet euch noch immer für die Herren der Welt? Pah, seht mein Tux. Ich darf für Hoffahrt auf. Für Hoffahrt? Ausfällt, keine Ahnung. Beram schwört mein Zorn. Warum? Hab ich nie aus Prinzip keinen Ernst, diese Schlacht. Abfälle, Kleiden. Achso. Einschätzen. Aber Stampfen ist immer gut. Und vielleicht Konfusion? Konfusion ist halt auch nicht verkehrt. Wasser- und Raumattacken. Oh. Das hat doch schon mal gut funktioniert. Raumattacken. Naja, wenn ich eh nicht. Dann würde ich mal sagen, ich mach den hier. Oh, er greift sich selbst an. Ha, alle Feinde wissen, dass sie keine Chance haben. Ach, toll. Setzt natürlich gleich schon wieder auf. Also stampfen. Ein Tuck spielt Beran zur Seite. Oh, macht! Kein Mogel! Ja. Damit hätten wir das auch geklärt und machen eine mittlere Heilung. Nein, ich hab den falschen. Naja, geht K.O., dann ist er auch gut. Das ist auch akzeptabel, ne? Nein. So. Wollen wir tun. So werden Schuhe aus den Typen. Hör nur, reißt euch das Leben aus den Leibern. Die Leber? Aber die brauche ich noch. Gott, der war schlecht, ich weiß. Macht der auch mal irgendwas, oder? Ich ist gerade nur eines, der gar nichts macht. Aha. Stolchenscharfer Steck, der unnütze Wunden leckt. Überraschungstüte? Da sind wohl keine Bonbons drin. Das ist auch nicht so wichtig. Heilung 2 und Angriff, weil er kann eh nicht mehr zaubern. Ist er jetzt nicht auch vergiftet? Nein. Allen Anschein nach nicht. Ist der jetzt überhaupt noch geschockt? Unwichtig. Kali-Kette erhalten. Ohnmacht beenden 3 erlernt. Können wir gebrauchen. Oh, danke, Sahibs. Die haben den Steckling Priester der Tux gezogen. Es ist am Ende! Wird zugleich bald das Tolle gesungen! Nächste Blume befreit! Ja. Das ist aber nicht die große Stärke, Sahib. Hm? Hä? Wie mein? Was willst? Sind alle noch da? Ach, Blut für Kali! Du bist Hohepriester, das wird vergolden werden! Vergoldet, Schaut mal mit dir, du Depp, ey! Dann gehen wir vielleicht noch die rettende Idee. Buh. Jetzt geht's! Auf feste Backen! Immer noch nicht drauf! Werden uns teuer verkaufen! Alle Dämonen, seht! Die Göttin, sie erwacht! Kann das sein? Okali, zündest du uns etwa? Seht uns, zückt die Sichel! Kumpels, ihr wisst schon! Nichts weg! Lauf, lauf! Wir haben Zornergrashammer erweckt! Wir bleiben auf ewig unwürdig! Die ist voll hässlich! Oh, ich bin dabei. Was für eine formidable Idee. Ich hatte mich schon gefragt, wann wir mit Ihnen rechnen dürfen, Herr Fock. Fock, was für du? Findest du doch, oder? Haha, natürlich sind wir es, Monsieur. Passepartout, bist und bleibst ein Zirkusnatur. Das war wahrlich ein trefflicher Streich. Merci, Monsieur Fock. Mit den schnürenden Hebeln haben wir den Status das rechte Maß erleben, mein Gau. Ja, du bist fett! Na schon, stell ein gegen den Feind! Wenn sie keine größere Umstände macht, sehe ich mich gerne von diesen Fesseln befreit. Kein geringen Grund sind wir hier, Miss. Hauptsache, sie kann sie doch hin und her bewegen, ne? Ich danke vielmals für den Edelmut, mein Herr. Wie jemand in ihrer Lage haben sie durchaus eine kommode Statur bewahrt, möchte ich sagen. Wie lieben Sie meinen, mein Herr? Wenn der Fox hört auf seinen Steifart aus, welche Entzücken es ihm bereitet, eine so reizende Person aus dem Fängnis auf den Schurk rennen zu dürfen. Oh. Was ist denn doch für ein wunderbarer Edelmann?
Fogg, Phileas Fogg, darf ich erfahren, aus welchen Unannehmlichkeiten wir freien durften? Wen ich aus diesen... Ach! Was soll's? Mein Name ist... Oh Gott! Ich kann Deutsch heute nicht mehr sprechen. Wie soll ich denn da irgendwas nicht Deutsch sprechen? Ah, ja. Egal. Ich entstamme einer der angesehensten Familien. Doch leider hat sie das Glück, seit dem furchtbaren Krieg gegen uns gewendet. Unser Palast liegt in Trümmern. Meine Familie ist... Wenn sie besorgt, es wäre gewiss nicht gentlemanlike, sie erst aus dem Fahren zu retten und sie dann bitterer Not zu verlassen. Darf ich ihm ein armer Steck Stütze bieten? Was sind so gütig, Herr Fogg? In ihrer Nähe fühle ich mich gleich wieder gestärkt und genesen. Mablös, dann steht der Weiterreise, dem macht nichts mehr im Wege. Ich stelle vor, ihre Wetsch- bzw. Weltreise fortzusetzen, trotz allem. Es ist mein oberstes Prinzip, zu meinen Prinzipien zu stehen. Das gebietet schon das Prinzip. Eine Weltreise? Und wie aufregend. Aufregend? Mitnichten. Die Unternehmung ist mit der Position eines Uhrwerks geplant. Also zähle ich ihn unterwegs, wertes Auto. Passepartout, wir reisen weiter. Wünsche alles Gute! Vielen Dank, Sir. Doch bin ich voller Zuversicht, die Wettfrist anhalten zu können. Meine Reiseplanung hat durchaus kleine Zwischenfälle und Unterbrechungen einkalkuliert. Auch auf die Gefahr, das Papier zu gelten, wiederhole ich nochmals. Es tut bei wahrer Weltenkrieg. Indeed, und auch ich wiederhole es. Kleine Zwischenfälle sind durchaus einkalkuliert. Fahren Sie wohl, Herr Fogg. Beenden Sie. Sie erst staunen Ihr Abenteuer glücklich. Auch ich möchte mich vielmals dafür danken, meine Ritter so beherzend unterstützt zu haben. Il faut partir, les amis. Was auch immer. Ich kann kein Französisch. Ach. Brauche ich auch nicht können. Störerische Muttergottheit, ist für wahr, ein fürchterlichen Anblick. Nein, die ist einfach nur hässlich. Kann man sowas verehren? Nicht mal eine hübsche Frau kriegen sie hin, gemeint. So unkünstlich, nicht mal eine richtige böse Gottheit kriegen diese Afrikaner hin. Kein Wunder, dass alle so arm sind. Wenn die immer so miserable Arbeit leisten. Das ist ja wirklich nicht schön. Kann sich ja keiner ansehen. Weg zurücklaufen. Kann ich einfach M für Map drücken und dann auf eine andere Ding gehen? Hallo Kätzchen, hoffentlich hast du nicht wehgetan. Ach, dumme Ziege. Was weißt du denn schon? Erinnern Sie sich noch an die Worte Fox? Warten wir von den Bäumen sind die Schlangen in Rage versetzt. Recht, Häusle. Lass uns den eventuellen Peiniger runterschütteln. 50 Erfahrungspunkte. Ach, erzähl mir doch nichts. Du bist der ganz Alte, was sein Glück. Jetzt kann er bis zu seinem Lebensende schwere Baumstämme schleppen. Pff, trage ich auch alleine. Klein Dinger da. Na komm. Spul mal vor! Immer diese extrem langen Übernachtungsszenen. Warum? Die will niemand sehen. Das ist wie nicht überspringbare Videos oder Zufallskämpfe. Gegner, die man nicht sieht. Ab nach Backfisch. Willkommen, Fisch, willkommen. Mein Herr hält gerade im Rauchsalon auf. Riechwasser. Kommode beherbergt feinstes Teegeschirr aus erlesenem Porzellan. Alle Wetter, die sind noch ein Fest. Können wir gleich nach Hause und die. Nehmen wir sie mit. Duftwisse, Alarm. Ich da ihm! Wie wo? Wie, Duftwisse in Fabrik! Klar ist von Ihnen, weil sie allerbesten tun. Karawan. Serai, Oma. Sie wollen verreisen, wir bringen sie hin. Sie haben Waren, wir verschicken sie. Wie die Deutsche Post, genauso unverlässlich. Truhe ist fest verschlossen. Wasser, lang los! Ja. Menge an Duftöl und Harzen ist entschieden so großzügig gewählt. Eine Wasserpfeife. Was sind sie hin, die alten Tage, als meine Kamele die gesamte Welt des Orients belieferten? Ach, mein Herr versorgen sich selbst mit Hilfe ihrer Fluggefährte. Da ist kein Geschäft zu machen. Und der heftige Krieg hat die Geldbörse meiner alten Kundschaft arg gebeutelt. Und sind die Zahlen für meine Dienste längst immer so locker wie der guten alten Zeit. Besung!
Stehen Sie schon vor der erfordernden kamelgetriebenen Logistik und oasengebundenen Absatzmärkten? Das hat mir jetzt zwar noch gar nichts gebracht und ich muss, glaube ich, wieder 20 Taler zahlen, kann das sein? Mhm. Toll. Uninteressant. Uninteressant, ja, uninteressant. Lass mich kurz überlegen. Verpiss dich. Ach so, genau, da müssen wir weiter. Nun also, ja, also. Wenn ich mal durch und durch habe und Zimmer weiter, sie doch gleich. Klingt es nicht, heimlich tue. Zwei Bücher geben. Ich will Ihnen gerne jeder wünschte Information zur Verfügung stellen. So. Natürlich, also das linke Zimmer zeigt zunächst zu seiner eigenen Haus vier Wände zu besitzen. Nicht genug, nach oben ist eure Decke abgeschlossen, während sie entgegengesetzte Seite. Willst du mit deinem Fußboden kommen, Karl? Ah, sie kennen das doch im Zimmer offenbar. Dann scheint sie ihre Frage also schon erledigt zu haben. Bullitz! Hat er fast den Anschein? Nichts daher wird. Ich habe längst vorüber mit Taugen den braven Leutmann zu verstecken. Also ich spinne sie nicht so leicht ein. Frage die Laune beherbergt doch eine Gesellschaft, die nicht gut auf die totalische Versetzung sprechen ist. Und ich nicht. Aber nur, warum? Weiterhin, welches Interesse könnten wohl Sie nur haben, die Fragen nicht neu zu wecken? Liebe Zeit, wo ist es? Jetzt sei komplett Spitzel auf die Schliche. Ist alles aus. Wenn man sich erwirrt, wir sind keine Spitzel, sondern stehen wir selbst gegen die Tentakel. Was sagen Sie da? Aber weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Was sagen Sie denn dazu? Don und Doria, Sie haben also dieser scheußliche Wesen tatsächlich zur Strecke gebracht. Weg damit, bevor jemand sieht, was Sie hier so sorglos spazieren tragen. Was kein Beweis ist, auf wessen Seite sie stehen, weiß ich auch nicht, was man noch verlangen könnte. Hier ist er, diese Schlüssel können sie sich Zugang zum freiwilligen Zimmer verschaffen. Denken Sie an, Diskretion, wenn wir entdeckt werden, ist alles nur umgegangen. Oder so. Oder so. Meine Güte, ein Hams. Ah nein, das ist viel größer. Das muss also ein Engländer sein. Ein Bull, Sir! Commander! Kommandeur, Ihre Majestät, Britta Allerie, Leute von Magnitz, Kavallerist! Freundleutnant! Offenbar sind also noch mehr regulierte Truppen der Vernichtung gegangen! Ach, herrlich. Es treibt die beiden Namen, ich finde es schon. Diese weiche Schnatter wohl Militär als Gnädigste. Ruf damit, gerade Zappel weckt auch noch den schläfrigsten Wächter. Mein Gott, Sir, Sie haben recht! Kommen Sie, ziehen wir uns unerwünschten Lauschern! Ach, ihn verehrt es. Ich möchte auch in Erscheinung treten. Ja, ja, ja! Hallo, geschafft! Nur rein mit ihm! Komm mit einem kleinen Unterschlupf! Hopkins, wir haben Gäste! Bereit sind was Tee zu! Auf Gefahr, in die gemütliche Affäre zu beeinträchtigen. Ach, woher nehmen Sie eigentlich die Sicherheit und keinen feindlichen Agenten zu sehen, mein Herr? Okay, Sir! Sie stehen hier, Captain der Galerie gegenüber! Keinen simplen Infanteristen! Weil ihr kaum meinen Schlüssel abgesucht, sondern gleich die Tür zerbrochen. Wohl wahr. Wir listen, es ist gewohnt, tut zu kalkulieren, bevor wir handeln. Meine Güte, solche Sachen ist das auch. Hey! Kann mir vorstellen, dass Sie alle Fragen beschäftigen. Wie stellen Sie sie? Sie sind nur hierher gelandet. Sie hierher gelangt. Ach, ist doch mehr von Ihnen. Wisst ihr jetzt, was wir treiben? Also, ganze Fragenflucht! Fragenflut! Und dann, rein nach, bitte sehr! Hier sind Sie. Für die Majestät, reiten die Artillerie! Sir, unsere Spannwagen können wir schnell markieren, zur Feuerkraft an jedem beliebigen Punkt der Umgebung kontrollieren, Ordnung und Ruhe im Empire sicherstellen. Ja, zumindest konnten wir das, vor die wichtigen, wuchtigen Schläge der Oceaner, unsere stolze Waffe wegschmolzen. Da hilft unsere Kriegsherrlichkeit im Weg indisponiert. Es ist einfach schändlich, Sir, wie ungezogen der Feind so wohl aufgestellte Formationen umgeworfen und zermalmt hat. Zum Glück fanden wir hier einen Unterschlupf, den wir uns vor dem Feind verbergen. Der Wirt ist nicht nur ein braver Mann, sondern vergisst auch nie einen guten Kunden. Oho, ich bin der Weihnachts-M. Und das war er, bei Gott. Fürchtet eins, Sir. Der Feind hat alles erschlagen, was ein Kampfkraft zu diesem Erdteil stationiert war. In diesem Nach. Ich habe uns Angriff einer Schlacht an der Küste gesehen. Da wurden die Truppen des Sultans hingemetzelt. Keine Überraschung, wenn Sie mich fragen, Madame. Diese Burschen haben keine Disziplin. Aber dass Sammy geordnete Macht des Empires wie ein Kartenhaus umgeworfen wurde, schmerzt mich sehr. Außer können es zwei koordinieren und mir selbst ist niemand davon gekommen. Deshalb haben die Marsianer nicht an ihre Gegner hingeschleucht, schlachtet. Ja. Sie haben auch Gefangene gemacht
und sie in den Palast gebracht. Verbracht. Ach, was sonst. Und dort sind sie ebenso unerreichbar. Also legen sie neben mir den toten Kameraden. Was geht der Stadt vor mir? Streit versetzt da. Dabei ist die Stärke der eigentlichen martialischen Besatzungstruppen nur gering. Konzentrieren sich vor allem auf den sensiblen Bereich des Palastes. Großteil der Wächter stellen die Männer des Visiers Kelam. Visier Kelam? Also sie Beschufzer. Er ist genau die Art von prinzipiellosem Subjekt. Er ist genau weiß, weil es sich lohnt, die Seiten zu wechseln. Er kennt die riesigen Menschen, weiß über Schwächen und Wünsche und ist gerade rum wie ein wirksames Werkzeug seiner Reune an. Er gestattet der Stadt in bescheidenem Ausmaß in einer Art von Alltag zu leben. Aber gerade dem, der sie nicht fügt, der wer aufwuckt, wird in den Palast verschleppt, von dort ist noch nie jemand zurückgekehrt. Dieser grauenhaft, wie ich gerade spreche. Unsere Ankunft sollten wir den taktischen Hescher in der Hörbe davor in den Palast schleppen. Geht! Zwei Menschen von der Straße weggezerrt, die schwerlich aufständig sein können! Kurz mal diese Rätsel! Die Besatzer gegen Widerstand vorgehen, leuchtet ein! Warum behüben sie einerseits die Wiederherstellung eines gewissen Alltagsgottes, andererseits regelmäßig mit willkürlichen Verschleppungen zu durchbrechen? Angehörer Bussard! Zwei Bericht! Der Trieb nach Gewalt einfach durch! Er hat einen Tag als zu durchtriebenen Herrscher erlebt, dass der nicht möglich scheint. Sagen wir es, Sir! Ein Rätsel! Du Vorarbeit! Wir sind Attacke vorbereiten! Leutnant! Hauptmann! Abschneidbare! Ja. Wir nehmen so! Einige auf! Schleife ein und zeigt Angriff vor! Leutnant! Wollt ihr tatsächlich vorschlagen, den Palast mit? Geheim mal 7 Mal zu stürmen! Keine lange genug, um sagen zu können, ja, das will er. Es wird eigentlich nie nicht den Namen mitgezählt. Stürme den Palast! Das ist ganz undenkbar! Aber die Schwierigkeiten längst alles zu groß berechnet! Palast bestürmen zu können, möchte ich eben jede meiner Männer, die in ihm gefangen halten werden! Taktische Zirkmühle, nicht wahr? Taktik! Pa! Nur die Fluchtbord derer, denen es am Mund mangelt! London, vergessen Sie nicht! Ihren galligen Auswürfen zum Trotz trage ich hier den unteren Rang! Der Reiterkrieger, seid so entsetzlich hier und stürmisch! Nehmen Sie dagegen meinen guten Hopkins! Der hat so eine angenehme Portion Phlegma im wahren Soldatensaft! Ich den Leuten ungern bei, aber rein ins Herz herumsitzen wir die Lage nicht ändern. Also schon angelegt! Und meine Männer! Ja, wenn ich die Männer beschaffen, können wir dann mit dem rechten Hauptkumpel. Das ist natürlich beträchtlich! Aber wir wollen sie in den Palast gegangen! Das soll unsere Sorge sein. Währenddessen können sie sich hier in ihrer besonnenen Ruhe, ihrem Tee und ihrem Bauchtanz hingeben. Grüß, Schatz! Ich hoffe, setzen Sie doch auf Zweifel so ohne gegebene Entschlossenheit! Planen Sie auch! Ja, das ist das, was wir zu schützen haben, liebe Freunde. Dann fühle ich mich, wie mir die Last dieses ungeheuren Verantwortung zu schwer wird. Ich weiß, diese Last geteilt, dem uns agieren auch andere, die ihren Teil beitragen. Er ist der sogenannte Held Alex und sein Top! Pa! Aber Töne! Wir das lieber selbst richten! Kalkulatorische Überlegung, eine Berechnung zur Plan von Analyse der obwaldenden Gegebenheiten unter der rechenhaften Prämisse von semalischen Gleichungen. Und gütiger sind unter Götzenanbieter der reinen Theorie geraten. Also Soldat! Jetzt von alle Listen und hinfahren! Wenn Sie etwas Tees, oder? Weil das jetzt ein Tee nützen kann! Könnte zumindest nicht schaden, Sir. Keine Region Backfische. Das sind angerissene Areale. Achtung! Ah. Gut gepflegt, Pattern-Bewehr macht sie neben ihrer eigenen Ausrüstung dann doch etwas altbacken aus. Oh, aber da warte ich überhaupt die Zinsen hier, Schatz. Schau mal, richtigen Einwänden, nicht soll interessiert zu sein. Also bleibt mir nur übrig, dennoch viel Glück und gutes Klingen, bei dem Versuch zu wünschen, meine Männer zu befreien. Bäh, Tee! Nur, wir Freunde stehen vor Britanniens stolzester Errungenschaft, Tee mit Milch. Soll ich mal schon fragen, kommt eigentlich erst die Milch oder erst der Tee in die Tasse? Nächste Frage dürfen Sie nie in Anwesenheit mehreren Engländer stellen. Achso. Ja, nochmal derselbe Text. Kartenhalter beherbergt ein reichhaltiges Sortiment allerlei topografischen Übersichten. Zitt bitte die Hütte an. Schrank hat schon alles hergegeben, was euch nutzen könnte. So. Nein. Ich empfehle mich. Fein, wir können selbst eine Höhle des Löwen für Bündel gewinnen. Meinen Sie den Captain Bullhack Blosser? Ich weiß nicht, dieser Mensch ist vorsichtig, bis zur Umständlichkeit. Ich wünschte, er gäbe es jemanden, den man nicht zum Jagen tragen brauchte.
idealen Welt könnten uns alle hier den Arsch schneiden lassen. Aber hier und jetzt muss man aus dem, was unsere Jungen ausgesetzt bekommen, etwas zu machen wissen, um Erfolg zu haben. Nächste. Vorsicht, dorthin streifen ein paar Tacklerwachen her. Bitte euch, teure Herren, ist das schon wieder nötig? Gleich zwei in so kurzer Zeit? Es ist unsere Stadt, es sind unsere Sklaven, wir fügen alles hier Mensch. Natürlich, natürlich. Ist das so, dass ich mir um die Ordnung sorge? Und jetzt häufig an Passanten. Soll mir was sagen? Du fühlst deine Aufgaben nicht mehr gewachsen, Sklave? Wie? Oh nein, oh nein. Ja, freilich. Es wäre auch zu unschön, dich ersetzen zu müssen. Wo sollst du denn dann auch hin? Er zog zu seinen deinigen. Los jetzt. Einen ungeduldigen Kopf der Tage, der soll immer nie zu lange warten lassen. Mitkommen! Ich? Warum gerade ich? Oh nein, bitte verschont mich. Nehmt doch stattdessen. Ja, ich bin bereit. Toll. Ich gehe wohl durch diese Angst, aber wenn die Herren so weitermachen, steckt es noch in Panik um. Glück ist es nur die armen Schlucker. Es wäre eine Katastrophe, falls die Herren eines Tages einen wertvollen verschleppen. Vor allem gerade heute, am Tag des Treffens. Ich achte mir darauf, dass sich keine vorwitzigen Gaffer versammeln. Ja, wisst ihr. In dieser Aschenwecke. Tagler werden die Menschen als wildeste Schafe. Glaubt mir vor, als Fahnen auf den armen Opfer in den tiefen Palast ist wieder fährt. Genau dort führt der Weg hin, ist aufgefährdet. So, ich laufe dann gleich mal ganz weg von dem Kackjungen. Hey, bist du ein kleines orientalischer Prinz? Ja, ja. Muss ich den nicht irgendwie kaufen? Nein, so war das also schon mal nicht. Ich glaube, ich muss vorher noch mal kurz überlegen. An den Kamelen vorbei. Glück euch, als ihr jetzt noch in die Nähe fast dürfen, sind die eingeladenen Händler. Hä, Händler! Na, der Visier trifft doch jede Woche mit den Wohlhabenden in der Stadt, um ihn für eine weitere Gnadenfrist eine Wohlstandsgarantie zu verkaufen. Mitmal, warum weißt du das eigentlich nicht? In der ganzen Stadt bekannt. Dann dein Kohl aufzug, bis der Wein. Ach, das Treffen. Oh, ich bin der Wein. Natürlich wissen wir um seine Bedeutung. Wenn Sie uns nur entschuldigen. Sablo, müsste schon ein Händler sein, um dort Einlass zu halten. Kinderspiel. Dann geh es mal kaufen. Oder auch nicht. Komm, machen Sie interessant. Aber wir beenden! Aber nur einfach eine Frage! Was wollen Sie über das Händler treffen beim Visier? Liebe Zeit, das ist eine ganze Nummer zu groß für mich. Dann werden doch nur an die anständigen Großhändler eingeladen. Fragen Sie einmal danach. Ja, das stimmt. Da war ja was. Mit 20 Taler. Nochmal!